Herzlich willkommen jetzt hier Level 2 von Floating mit mir. Und zum Thema Floating wisst ihr ja schon einiges. Fußtechniken, klar, schon im ersten Level gelernt. Ihr wisst auch, dass wir über Ziehen und Schieben beherrschen müssen und die Gewichtsverlagerung. Jetzt hier ist es schon mal eine ganz andere Ecke. Wir werden mit dem Gewichtsverlagern schon fast in die Mastery gehen, okay? Ihr müsst euch vorstellen, die Gewichtsverlagerung wie vom Moonwalk rechts und links ist jetzt hier schwieriger, weil wir das über seitwärts machen. Und wir müssen genau abpassen, wann kommt die Gewichtsverlagerung, ja? Mit dem Heel und Toe arbeiten wir hier auch sehr und ihr wisst ja noch, das ist Englisch für Ballen und Ferse, okay? Ich fange an, wir gehen jetzt mal voll aufs linke Bein. Ja, vor aufs linke Bein und geht so viel mit eurem Gewicht drauf, ja, was auch hilft ist, wenn ihr euer Knie eindreht. So, ihr geht sehr auf das linke Bein, so weit, dass ihr mit dem rechten den Boden streichen könnt, ohne Probleme. Ja, wenn ihr das habt, versuchen wir mal mit dem rechten Fuß in die Richtung zu bewegen, ja, in der wir uns dann hin bewegen später, also sagen wir mal floaten, ja, uns hingleiten, flüssig, ne? Einfach. Gewicht auf links und ziehen. Ja? Ab der Stelle, wo ihr langsam zum linken kommt, tut ihr eine Gewichtsverlagerung setzen. Und die muss am Ende auch noch flüssig sein. Ich mache es mit euch alles ganz langsam. Natürlich spürt ihr auch zurück. Fehlerbilder seht ihr alle noch später. Ja? Wenn ihr da hinschaltet. Gewicht jetzt maximal rechts. Knie geht in die rechte Seite. Linke Fuß achten. Das geht genau dahin, wo wir uns hin bewegen. Gleiten, floaten. Ne? Wir schieben. Ja, das Gewicht muss jetzt so weit hier auf rechts sein, dass wir auch hier mit dem linken jetzt ein bisschen den Boden streichen können. Ja, schieben. Übertragen, wie vorhin bei dem ersten Schritt. Und jetzt haben wir das Ziehen, wie wir schon beim Moonwalk hatten. Weg vom Körper, schieben, zum Körper, ziehen. Ziehen ran, übertragen auf rechts und schieben. Ja, übertragen auf links und ziehen. Es ist echt nicht böse, wenn ihr es nicht gleich schafft, gleich am Anfang und vor allem langsam. Ich sage euch, es sind viele Bewegungen im Hip-Hop, die halt, wenn man die langsam macht, schwerer sind. Ja? Weil Balancen kurz halten, kein Ding. Balancen länger halten, Balance-Sache. Okay? Nochmal, Gewicht links und wir ziehen. Übertragen auf rechts und schieben. Übertragen auf links und ziehen. Übertragen auf rechts und schieben. So erstmal ganz einfach, wenn ihr das technisch schon mal beherrscht, ist es später nur noch die Sache der Flüssigkeit. Wie sauber macht ihr das? Ja? Oftmals werdet ihr Fehler machen, ganz normal. Werdet ihr später, wie gesagt, alles sehen, wie die Fehlerbilder sind und ihr werdet in Level 3 auch noch sehen, wie geil es aussieht, wenn man es flüssig macht. Ja? Mit Beats natürlich, wird immer richtig cool. Jetzt zeige ich euch allerdings nochmal das Floating direkt zu euch hin. Weil da ist die coole Illusion erstmal dabei. Seitwärts sieht es eigentlich schon blöd aus irgendwo. Technisch schwierig und sieht blöd aus. Ist natürlich nicht so cool. Was cool ist, wenn man es technisch beherrscht und die Illusion auch noch verfolgt. Das heißt jetzt, ich mach's mal. Ihr zieht, ihr schiebt, ihr zieht, ihr schiebt, ihr zieht, ihr schiebt, ihr zieht. Okay? Ihr habt festgestellt, von der Seite sieht es aus, als würde ich zu euch hinlaufen. Ja? Aber ich bin eigentlich komplett in die Richtung. Ja? Coole Sache, Illusionssache. Ich zeige es nochmal ein bisschen schneller. Natürlich mit dem wohlbekannten Beatbox, ja. Bass und Hi-Hat, K. Okay? Wir ziehen ein und K, K, K. Okay? Bisschen schneller nochmal. Und K, K, K. Das war schon mal erstmal die Seitwärtsfloats. Im nächsten Level zeige ich euch, wie man das auch noch zirkelt und noch ein paar Specials dazu, okay? Das war's von mir, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal.